Na. Ich habe eine kleine Pause gegönnt. Da bin ich aber wieder. Ich hoffe, die Egotismus-ähnlichen Zustände meiner Community beruhigen sich jetzt ein wenig. Wie kann man sein Comeback besser feiern als mit einem kurzen Seitenpiekser via Schlagbohrer Richtung Bild? Richtig, gar nicht. Deswegen legen wir mal los. Ich denke, ihr kennt das Spiel hier und falls nicht, dann schaut halt meine anderen Bildvideos. Ich habe wieder ein paar schöne Bildfauxpas rausgesucht für euch und ja, legen wir einfach mal los. Bild berichtet, identifizierend über Todesfälle auf Friedhof. Verstoß gegen Ziffer 4 und 8. Eine 72-jährige Frau bricht am Grab ihres Mannes tot zusammen. Ein 75-jähriger herzkranker Zeuge, der zu Hilfe eilt, erlitt kurz danach ebenfalls einem Anfall. Cursed, würde ich an der Stelle behaupten. Creepypasta Punch sieht sich auf jeden Fall da. Bild zeigt das Grab, auf dem der Name deutlich zu lesen ist und ein teilweise gepixeltes Foto vom toten Helfer. Was hat die Bild eigentlich für eine absurde Obsession mit Leichen? Mal im Ernst. In jedem Video sind bestimmt drei solcher Dinger dabei. Wenn nicht sogar deutlich mehr. Ohne jetzt jemanden Nekrosensationismus aufs Brot schmieren zu wollen, ne? Könnt ihr mich bitte kurz für diesen passenden Neologismus loben? Ich brauche das so ein bisschen für mein fragiles Ego. Ne? Dankeschön. Könnt auch einfach das Video an der Stelle liken. Der Sohn der Verstorbenen beschwert sich über Bild. Beide Fotos seien ohne Einwilligung der Angehörigen veröffentlicht worden. Das ist übrigens auch Konsens bei den Bildredakteuren. Muss immer wieder geil sein, Bilder verstorbener Angehöriger auf Cash-Grab-Basis in diesem überteuerten Notklopapier zu sehen. Besonders mit dem Gedanken, dass sie wirklich nicht für sonderlich viel mehr taugt, als sich einen Arsch abzuwischen. Zumindest in den jüngeren Generationen. Der Fotograf hat zudem unter Vorspiegelung falscher Tatsachen versucht, von anderen Dorfbewohnern Fotos zu bekommen. Ehre? An der Stelle? Nach Angaben der Rechtsabteilung von Axel Springer war der Name auf dem Grabstein versehentlich nicht unkenntlich gemacht worden. Ja, mal wieder aus Versehen, ne? Die Bild macht öfter Sachen aus Versehen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Die Spiegelung in der eigenen Blutlache des 15-Jährigen, der bei einem Autorennen zu Moos gefahren wurde, war mit Sicherheit auch keine Absicht. Oder der dokumentierte Fall von jemandem, der einen Hochhauskörper gemacht hat. Der Fotograf hat aber auch keine falschen Angaben gemacht, ne? Ein öffentliches Interesse an der ungewöhnlichen Tragödie besteht fraglos. Der Presserat rügte Bild, Zitat, ein Friedhof und die besonderen Umstände begründen einen besonderen Bereich des privaten Familienlebens, der eines besonderen Schutzesbedürfe. Bild hätte so berichten müssen, dass die Opfer nicht zu identifizieren sind und sich nicht über den ausdrücklichen Wunsch der Familie hinwegsetzen dürfen, keine Fotos zu zeigen. Ja, hätten sie, wie bei 50% der anderen Rügen wahrscheinlich auch. Nächster. Bild zeigt Leiche eines Selbst... Ich sag's doch. Obsession! Verstoß gegen Ziffer 8 und 11. Ein österreichischer Polizeibeamter nimmt sich in Dresden das Leben. Bild nennt Vornamen, Initial des Familiennamens, Alter und Tätigkeitsfeld des Mannes. Zeigt ein Porträtfoto sowie ein Bild vom Ort des Geschehens, auf dem, na, der Leichnam zu sehen ist. An der Stelle würden mir übrigens einige interessante Wortkombinationen einfallen, um die Bild zu schmähen, aber ich lasse euch einfach mal ein wenig Interpretationsfreiraum, ne? Gönne ich euch. Behaltet im Hinterkopf, die Familien bekommen sowas in den allermeisten Fällen mit. Lasst das kurz mal sacken. Und passt dabei auf, dass ihr nicht elendig an der euch im Halse stecken bleibenden Spucke krepiert. Ne? Sonst kommt die Bild und macht ein Foto. Unter der Überschrift, ein letzter Schuss traf sein gebrochenes Herz. Oh nein! Die spinnen daraus jetzt nicht ein Liebesdrama, oder? Ein letzter Schuss traf sein gebrochenes Herz, berichtet Bild angebliche Details aus dem Privatleben des Toten und spekuliert über die Motivation für die Selbsttötung. Empathie? Was ist Empathie? Fuck off, Alter, ehrlich. Die Rechtsabteilung der Axel Springer AG sagt, es handele sich bei dem Suizid um ein zeitgeschichtliches Ereignis, da der betroffene Bezirksinspektor in Österreich gewesen sei. Mehrere Fotos von ihm seien über das Internet zu erhalten, auf der Titelseite, aber nicht im Inneren, habe man das Gesicht mit einem Balken zensiert. Der brachiale Bildbalken, der mal wieder 1 Zentimeter der Augen verdeckt, nehme ich mal an. Immerhin wurde eins der Bilder halb zensiert. Juckt ja auch nicht, wenn ein paar Seiten später nichts mehr zensiert ist, weil ein Schund liest sich ja eh keiner komplett durch. Auf dem Foto des Tatorts sei der Körper des Toten weitestgehend verdeckt. Ihr müsst euch das mal bildlich vorstellen, da geht irgendein Redakteur hin und macht Fotos von der Leiche. Also stellt euch das einfach mal vor, wie das abläuft. Der Presserat rügt Bild, weil die Zeitung nicht die bei Selbsttötung verlangte besondere Zurückhaltung gezeigt hat. Die sich zurückhaltende Bild. Kann man mehr Oxymoron in eine Aussage pressen? Ich bezweifle es fast. Scheißtür! Es handle sich nicht um ein Ereignis der Zeitgeschichte von öffentlichem Interesse. Mit ihren Spekulationen über den Freitod habe Bild unangemessen sensationell berichtet, ist auch mal wieder was ganz Neues, und keine Rücksicht auf das Leid der Opfer und die Gefühle der Angehörigen genommen. Öffentliche Rüge. Nächste. Bild verletzt die Ehre eines Unglücksfahrers. Verstoß gegen Ziffer 8 und 9. 7 junge Leute sind ums Leben gekommen, als ihr Auto gegen eine Hauswand rast. Das ist überaus tragisch, wie mir wahrscheinlich jeder zustimmen wird. Im Bild-Headquarter war der Gedanke wohl auch so für, ja, eine Sekunde präsent. Der nächste war dann wohl eher... Moneten! Bild berichtet über den 22-jährigen Fahrer,
unter der Überschrift "Er raste eine ganze Clique in den Tod", zeigt wiederholt ein Foto von ihm und veröffentlicht anonyme Behauptungen, wonach der Todfahrer. Warum erinnern mich solche Wörter unweigerlich an die Bild? Egal in welchem Kontext. Ist eine rhetorische Frage, ne? Wonach der Todfahrer unzuverlässig, gewalttätig und arbeitsscheu sei. Was auch immer das zur Sache tut, dass er arbeitsscheu gewesen sei. Wie die Bild halt nur behauptet. Und er habe ja sehr, sehr viel Haschisch konsumiert. Das haben die wirklich geschrieben. Diffamierung? Die Eltern des 22-Jährigen beschwerten sich beim Presserat, weil das Andenken an ihren Sohn massiv verletzt wurde. Bild habe kein Recht gehabt, das Foto ihres Sohnes zu veröffentlichen. Die Polizei habe keine Beeinflussung durch Drogen festgestellt. Viele Details seien falsch. Stellt euch das mal vor. Da kommen 7 junge Menschen ums Leben. Und irgendein Hampelmann, der Bild, denkt sich, wir dichten dem Fahrer jetzt mal ein Drogenimage an und ein Gewaltproblem. Das nachweislich nicht stimmt. Nachfuckingweislich. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wirklich nicht. Es gibt sowas wie Hinterbliebene. Erneut versetzt euch in die Situation hinein, dass mehr als 1000 Eltern ihre Kinder verloren haben. Und dann lesen die sowas. Alter. Die Rechtsabteilung der Axel Springer AG berufe sich bei der Darstellung auf Aussagen früherer Bekannter des 22-Jährigen, die anonym bleiben wollen. Ist ein Klassiker. Auch die Tatsachen stimmten. Weil die Rücksitze des Fahrzeugs ausgebaut worden seien, sei es zum Beispiel rück... Weil die Rücksitze des Fahrzeuges ausgebaut worden... sei es zum Beispiel zulässig gewesen, das Auto alt und klapprig zu nennen. Dankeschön. Nach Ansicht des Presserats hat Bild unbegründete Beschuldigungen ehrverletzender Natur über den Fahrer veröffentlicht. Das Persönlichkeitsbild, das die Bild zeichnete, stützte sich ausschließlich auf bloße Vermutungen und anonyme Hinweise von Bekannten einer früheren Lebensphase. Überprüfbare Tatsachen fehlten. Warum auch Tatsachen überprüfen? Die sind doch sowieso tot. Widersprechen könnt ihr dann nicht mehr. Ist ja egal, wenn dann potenziell Lügen verbreitet werden, ne? Auch hätte Bild den Fahrer nicht wiederholt erkennbar zeigen dürfen. Öffentliche Rüge. Bild macht Verdächtigen zum Kannibalen. Verstoß gegen Ziffer 8 und 13. Bild berichtet über Wiederaufnahme eines Mordprozesses. Der Angeklagte war seinerseits angeklagt worden, seine Cousine getötet und teilweise aufgegessen zu haben. Herr Maives. Wurde aber nicht verurteilt. Bild zeigte unter der Überschrift "Kannibale grillte seine Cousine im Backofen" nun ein riesiges Foto des Verdächtigen, auf dem es so scheint, als würde der sich den Mund ablecken. Disgusting. Der Angeklagte beschwert sich beim Presserat. Die Veröffentlichung des Fotos verletzte sein Persönlichkeitsrecht. Außerdem, ja, gab es mal wieder keine Beweise. Es gab keine Beweise, dass er der Täter ist oder dass er irgendwas von der Leiche gegessen hat. Das haben die sich ausgedacht. Es ist ja nebensächlich bei der Bild, ne? Was soll ich dazu noch sagen? Ich verweise nochmal ganz kurz auf mein Aaron Troschke-Video. Richtigkeit ist uns wichtiger als Schnelligkeit. Zitat irgendein Bild-Hampelmann. Irrelevant. Die Springer-Rechtsabteilung beruft sich auf ein öffentliches Interesse. Das ist ja mal ganz was Neues. Das Veröffentlichen der Fotos sei ja auch gerechtfertigt. Nein, in dubio pro reo, okay? Der Presserat widerspricht in jeder Hinsicht. Die Abbildung des Fotos sei in dieser besonders sensationsheischenden Form nicht zulässig, sondern verletze sein Persönlichkeitsrecht. Und die Überschrift erweckte den Eindruck, dass der Mann seine Cousine im Backofen gegrillt habe, was nicht der Wahrheit entspricht. Bild habe gegen das Verbot der Vorverurteilung gestoßen. Öffentliche Rüge. 2 haben wir noch. Bild schädigt Ruf eines Ehemanns. Verstoß gegen Ziffer 8. Unter der Überschrift "Hartz IV macht ihr das Leben zur Hölle" berichtet Bild aus der Sicht der Ehefrau darüber, wie sie aus finanziellen Gründen trotz zerrütteter Ehe weiter mit ihrem Mann unter einem Dach wohnen muss. Mag mir mal jemand erklären, was das Privatleben einer Familie in der Bild zu suchen hat? Mag mir das wer erklären? Wen kehrt es? Wen fucking juckt das? Bild nennt den Wohnort und die vollen Namen aller Beteiligten, inklusive des 15-jährigen Sohnes. Yo, der 15-Jährige wird mit Sicherheit dankbar für den Doxer-Bild gewesen sein. Sowas wird auch mit Sicherheit nicht die Runde in der Schule gemacht haben und in irgendeiner Form Anlass für Mobbing bieten, oder? Halte ich absolut für ausgeschlossen. In dem Sinne kann ich nur sagen, gut gespielt, Springer. Bild zeigt auch ein Foto des Jungen und ein Hochzeitsfoto, auf dem der Mann klar zu erkennen. Der Ehemann beanstandet diese Veröffentlichung, der er nicht zugestimmt habe. Also das kam jetzt überraschend. Einige Angaben seien zudem falsch. Ach, das ist ja noch überraschender. Insgesamt sei der Artikel für ihn sehr rufschädigend.
Die Rechtsabteilung von Axel Springer erklärt, gerade die Personifizierung dieses Erfahrungsberichts mache das politische Modell von Hartz IV in seinen vielschichtigen Auswirkungen bekannt und damit auch überprüfbar. Versuchen die wirklich gerade, sich als ehrenhaft hinzustellen? Was lese ich? Die Pressefreiheit habe Vorrang gegenüber dem Persönlichkeitsrecht des Ehemannes. Die Frau habe das Recht, ihr Schicksal gerade unter Nennung ihres Namens zu schildern. Dass damit auch der Mann identifizierbar werde, habe er infolge der Güter- und Interessenabwägung hinzunehmen. Halt's Maul. Doch einfach das Maul. Es ist unglaublich. Der Presserat urteilt, dass die Berichterstattung ohne die Einwilligung des Mannes unzulässig war. Dass es der Zeitung überhaupt darum gegangen sei, das politische Modell von Hartz IV überprüfbar zu machen, hält auch die Beschwerdekammer für einen Vorwand. Ach, Captain Einsicht. Moin, gesegnet sei deine Existenz, wirklich. Darum sei es aber auch nur ganz am Rande gegangen und eine Identifizierung des Betroffenen sei nicht nötig gewesen. Bild habe den Grundsatz verletzt, das Privatleben und die Intimsphäre des Menschen zu achten. Kann es sein, dass jede einzelne Rüge heute in irgendeiner Form mit der 8. Pressekodex-Ziffer zusammenhängt? Es deucht mir da so ein gewisses Muster. Machen wir die letzte für heute. Bild berichtet unangemessen sensationell über Unfall. Verstoß gegen Ziffer 8 und 11. Ein Arzt-Ehepaar verunglückt mit dem Auto in Spanien. Der Mann wird schwer verletzt, die Frau getötet. Die Bild-Zeitung zeigt Fotos von den beiden, die sie aus einem Internetauftritt der gemeinsamen Praxis hat. Ohne vorherige Zustimmung. Die Bild nennt auch Namen und Heimatort des Paares, obwohl die Familie ausdrücklich darum gebeten hat, es nicht zu tun. Doxing, die Angehörigen halten die Aufmachung für reißerisch, pietätlos und schockierend. Pietätlos ist aber halt auch quasi der Zweitname der Bild. Die Rechtsabteilung von Axel Springer erwidert, an dem Unglück und seinen Opfern habe ein zeitgeschichtliches Interesse. Nein, hat's nicht. Da die Verunglückten auf dem Weg zu einer spektakulären Rallye und ihrem Heimatort als Rennfahrer bekannt gewesen seien. Ne? Das haben die als Rechtfertigung genommen. Die Rechtsabteilung legt aber auch jedes Mal wieder dieselbe Schallplatte auf. Jedes Mal. Das kommt mir bekannt vor. Der Presserat widerspricht, es habe kein öffentliches Interesse gegeben, hinter dem das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen zurücktreten müsste. Ihr müsst verstehen, ne? Die Bild geht mit Zurücktreten so um, als stünden sie mit dem Bums die Arsch schon über der Klippe. Das geht nicht bei denen. Außerdem sei die Darstellung von Bild unangemessen sensationell gewesen. Ein Verstoß gegen Ziffer 4, die unlautere Methoden bei der Beschaffung zum Beispiel von Fotos untersagt, sieht der Presserat allerdings nicht vor. Trotzdem hätten die Fotos so nicht veröffentlicht werden dürfen. Ja gut, ich denke, meine Message für heute ist mal wieder angekommen. Wir hören uns, wenn alles glatt geht, heute in einer Woche. Macht euch keine Sorgen, mir geht's im Moment relativ gut und ja, tschüss.